So, und wir sind zurück mit dem nächsten Vortrag. Ich begrüße Irina Rogge. Sie ist Lehrerin für Physik und Chemie. Herzlich willkommen, Irina. Du stellst uns jetzt das Klimapuzzle vor. Und du kannst loslegen. Ja. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute das Klimapuzzle, ein interaktiver und kreativer Workshop über den Klimawandel, genauer vorstellen. Und damit steigen wir gleich ein ins Thema. Wir wissen alle, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet, immer schneller. Eigentlich wissen wir, dass wir eher gestern als morgen handeln sollten. Aber warum passiert das nicht? Wir glauben, dass der erste Schritt zum Handeln mit dem Verstehen anfängt. Und deswegen wurde das Klimapuzzle entwickelt, um die Krise zu verstehen, um später richtig zu handeln. Das Klimapuzzle ist also Bewusstseinsbildung in Puzzleform. Nicht ein ganz klassisches Puzzle, so wie es vielleicht viele von euch kennen, aber darauf gehe ich nochmal später ein. Was sind also die Ziele des Klimapuzzles? Als erstes Verständnis schaffen, denn damit fängt es erstmal an. Wir müssen tiefgründig verstehen, was der Klimawandel ist, damit wir Handlungsansätze erkennen können. Das zweite Ziel ist, also zum Nach- und Weiterdenken anzuregen, damit das Verständnis nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern tiefer geht und zur Selbstreflexion und Verhaltensänderung anregt. Das dritte Ziel ist also das Wichtigste, und zwar zum Handeln zu ermutigen. Denn nur wenn wir ins Handeln kommen, können wir den Klimawandel aufhalten oder vermindern. Hier seht ihr ein paar Eindrücke, wie so ein Klimapuzzle aussieht, ganz in Aktion. Und zwar ist dieser interaktive und kreative Workshop aufgebaut auf 42 Spielkarten, wie ihr jetzt vielleicht auch in meinem Video sehen könnt und auch auf diesen Bildern sehen könnt. Diese Spielkarten sind für Erwachsene, aber auch als Junior-Variante für Kinder und Jugendliche entwickelt worden. Diese Schwierigkeitsvarianten machen das Thema also erreichbar für ganz Unwissende, aber auch interessant für Experten. Es geht also darum, Wissenschaft und Erkenntnisse aus der Wissenschaft, also über den Klimawandel, zu popularisieren. Und das Thema Klimawandel und das systemische Verständnis, wie Klimawandel funktioniert und welche Ursachen und Wirkungen es hat, sind auf diesen 42 Spielkarten, wie ihr sie auch auf diesen Bildern sehen könnt, abgebildet. Es geht darum, eben nicht als lehrende Person vorne zu stehen und den Klimawandel zu erklären, sondern mit einem Bottom-up-Ansatz und kollektiver Intelligenz und Teamgeist sich das Thema Klimawandel selbst zu erschließen. Es geht somit darum, das Lernen nachhaltig zu fördern, dadurch, dass das Thema gemeinsam erschlossen wird. Es wird außerdem mit Hilfe dieser Karten und der Puzzleform des Workshops visualisiert und damit auch mit mehreren Sinnen erfassbar, um somit auch die Komplexität der Herausforderung des Klimawandels zu visualisieren und somit auch zu nachhaltigem Lernen anzuregen. Außerdem regt der Workshop insgesamt auch zur Selbstreflexion an, dadurch, dass das Thema ganzheitlich erschlossen wird. Und das fördert im Endeffekt die Verhaltensänderung und inspiriert die TeilnehmerInnen dazu, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, aber auch mit anderen Menschen mehr über das Thema zu sprechen oder vielleicht auch selbst Workshopleiterin zu werden. Aber bevor wir tiefer einblicken, wie so ein Klimapuzzle-Workshop aussieht, möchte ich kurz in die Entstehungsgeschichte hineinblicken. Und zwar ist das Klimapuzzle im Prinzip der deutsche Sprössling des französischen Vereins La Fresque du Climat.
Der Verein wurde 2018 von Frederik Ringenbach gegründet, der im 2018 das Spiel erstmal nur für seine Studierenden zur Erfassung des Themas entwickelte. Nachdem diese so begeistert waren, wurde das Spiel schnell weiterentwickelt und in Workshop-Form international verbreitet. Und so heißt der Workshop international The Climate Collage. Und inzwischen gibt es dieses Workshop-Format und die Spielkarten auf 25 verschiedenen Sprachen. Und es gibt lokale Teams in über 40 verschiedenen Ländern, während die Headquarters immer noch in Paris liegen und der zentrale Knoten und Angelpunkt des Netzwerks sind. Und so halten wir nun die Karten selbst in der Hand und blicken gemeinsam genauer in das Workshop-Format hinein. Zunächst die Datenbasis, auf der die Spielkarten entwickelt wurden, sind die Berichte des IPCC, also des Intergovernmental Panel on Climate Change, oder zu Deutsch des Weltklimarates. Die Erkenntnisse sind also wissenschaftlich belegt und anerkannt. Und Ziel ist es, durch die Spielkarten und den Ablauf des Workshops zu diesen wissenschaftlichen Informationen einen Zugang zu finden auf pädagogisch wertvolle Art und Weise für Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsenen jeden Alters. Was brauchen wir also für so einen Workshop? Zunächst brauchen wir erstmal ungefähr 3 Stunden Zeit. Falls ihr euch jetzt denkt, ich bin aber in der Schule und habe nur 45 Minuten meistens oder vielleicht manchmal 60 Minuten Zeit, keine Angst, es gibt auch unterschiedliche Formate, in denen ihr das Klimapuzzle anwenden könnt. Also hört gut zu und schaut, wie ihr das Klimapuzzle in eurem Format anwenden könnt. Aber das allgemeine Format ist erstmal auf 3 Stunden angesetzt. Als nächstes brauchen wir natürlich die Spielkarten für das Klimapuzzle. Und wir brauchen Teams von ungefähr 5 bis 7 SpielerInnen. Das ist eine gute Gruppengröße, in der das Workshop-Format funktioniert. Aber es können auch mehrere Teams gleichzeitig spielen, sodass zum Beispiel auch eine ganze Klasse gleichzeitig mit mehreren Spielkartensets spielen kann. Außerdem brauchen wir natürlich einen Workshop-LeiterIn, der den Prozess leitet. Und das Wichtigste ist, wir brauchen kollektive Intelligenz, aber wir brauchen keine kollektive Expertise. Denn es geht darum, dass Wissen gemeinsam entsteht und mit Hilfe der Spielkarten. Wie sieht also ein Workshop aus? Er ist unterteilt erstmal in 3 verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die längste. Wir nennen sie die Phase fürs Nachdenken. Was genau die Phase noch ausmacht, werde ich gleich genauer beschreiben. Zunächst erstmal als Überblick hier. Die zweite Phase ist die Kreativitätsphase, die ungefähr auf 20 Minuten begrenzt ist. Und die letzte Phase ist das Debriefing mit ungefähr 50 Minuten. Kommen wir nun zu den einzelnen Phasen und was hinter ihnen steckt. Die erste Phase, also das Nachdenken, ist der Kernstück des Spiels zunächst. Und zwar werden in dieser Phase in 5 Spielrunden immer ein Teil des Kartensets ausgeteilt an die Teilnehmenden. Und die Karten müssen von dem Team in eine Ursache-Wirkung-Beziehung angeordnet werden. Beispiele dafür seht ihr hier auf den Bildern der Präsentation. Und so wird das Puzzle nach und nach co-konstruiert. Und das Team kann die Karten genau untersuchen. Manche bedürfen längerer und manche kürzerer Untersuchung. Und finden so immer mehr Ursache- und Wirkungsprinzipien und Beziehungen heraus. Und ich bringe euch als Beispiel hier noch 2 Karten mit. Und zwar ist es so aufgebaut, dass auf der einen Seite der Karten immer ein Bild mit einem Stichwort zu sehen ist und auf der Rückseite eine Erklärung.
Hier sehen wir die allererste Karte des Sets, menschliche Aktivitäten. Hier beginnt also alles. Und ein weiteres Beispiel, wo ihr die Erklärung etwas mehr erkennen könnt, ist hier die Karte zu CO2-Emissionen. Hier könnt ihr einen Graphen erkennen, der so auch im IPCC-Report abgebildet ist. Und auf der Rückseite der Karte befindet sich eine Erklärung. So können also auch Teilnehmende, die sich bisher noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die Thematik erschließen mit Hilfe von den Erklärungen auf der Rückseite. Hier seht ihr, wie so ein Tisch, um den die Teilnehmenden herumstehen, während des Klimapuzzles aussehen kann. Die Teilnehmenden stehen also in der Regel um den Tisch herum, sodass sie mobil sind und Karten immer wieder auch umlegen können, je nachdem, in welcher Runde und welcher Phase des Puzzles sie sich befinden. Während der letzten drei Phasen, während die Spielkarten ausgegeben werden, können die Teilnehmenden bereits auch Pfeile mit aufmalen und so Wirkungs- und Ursachenbeziehungen genauer festlegen, auf die sie sich geeinigt haben. In der Regel sind es sehr intensive Diskussionen, die sehr spannend sind zuzuhören. Kommen wir nun zur nächsten Phase, zur Kreativitätsphase. Und zwar ist zu diesem Zeitpunkt die Collage, also das Puzzle, erstellt. Die Teilnehmer haben sich auf eine Reihenfolge geeinigt. Und jetzt geht es darum, das fertige Puzzle zu gestalten und so das Gelernte nochmal einen Schritt weiter zu visualisieren, um so das Gelernte zu verdauen. Auf der einen Seite also vielleicht Emotionen auch darzustellen, aber auch das Wissen zu vertiefen und sich so weiter anzueignen und auch das Gelernte auf eine Art und Weise zu reflektieren. Und hier habe ich euch ein fertiges Klimapuzzle mitgebracht. Ich weiß, das ist ein riesiges Bild und es sieht ein bisschen verwirrend aus, aber es geht jetzt gerade auch nicht darum, dass ihr jede einzelne Karte genau erkennen könnt, sondern damit ihr einen Eindruck habt, wie es aussieht. Die Teilnehmenden werden also, wenn sie ihre fertige Collage haben und sie gestaltet haben, ihr auch einen Titel geben. Hier haben die Teilnehmenden zum Beispiel den Titel gewählt Social Change, not Climate Change. Und am Ende dieser Kreativitätsphase steht dann ein Pitch, also ein kurzer Vortrag von den Teilnehmenden, in der sie ihr Klimapuzzle den anderen Teilnehmenden kurz vorstellen. Und somit auch nochmal reflektieren, was sie in dem Prozess davor mitgenommen haben. Kommen wir nun zur letzten Phase, der Debrief-Phase. Am Ende, wenn die Spielkarten ausgelegt sind, kann man erkennen, wie ihr auch eben gesehen habt, dass es ein ziemlich komplexes Gebilde, was dort entstanden ist. Bei den Teilnehmenden kommen immer wieder Gedanken, Situationen, Ängste hoch in diesem Moment. Und es geht darum, diese zu reflektieren und in einer Diskussion darüber zu sprechen, was dieses Puzzle, diese Ursachen- und Wirkungszusammenhänge in mir selbst auslösen. Und es geht aber auch nicht nur darum, dort stehen zu bleiben, sondern auch zu schauen, wie können denn nächste Schritte aussehen? Für mich individuell, aber was sind denn eigentlich so systemische Lösungen, wo man ansetzen könnte? Wo können wir aus den Ursache-Wirkungsbeziehungen Lösungen daraus ableiten? Es geht also darum, nicht stehen zu bleiben bei seinen Ängsten und Gefühlen und Gedanken, sondern auch einen positiven Schritt weiterzugehen und in die Zukunft positiv zu schauen. Das sind erstmal unsere Workshop-Phasen. Und jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, wer unsere Zielgruppen genau sind. Und unsere Zielgruppe sind zunächst erstmal alle Menschen ab ungefähr 11 Jahren. Und der Workshop wurde eigentlich ursprünglich als Präsenzworkshop entwickelt, aber aufgrund der Pandemiebedingungen
Und dadurch, dass Präsenzworkshops nicht mehr möglich waren, wurde auch ein Online-Format entwickelt über die Tools Zoom und Mural. Und somit ist der Workshop in unterschiedlichen Formaten und mit unterschiedlichsten Zielgruppen anwendbar. Die Voraussetzung sollte sein, dass der oder die Workshopleiterin weiß, wo die Teilnehmenden stehen und sie dort abholt, wo sie gerade stehen. Gemeinsam können sie dann das Thema genauer entdecken. Und das Klimapuzzle ist somit einsetzbar in unterschiedlichen Kerntexten, in der Schule, in offenen anderen Bildungsprojekten, in der Familie, mit Freunden oder auf Konferenzen. Und dabei gibt es auch Workshop-Formate, die eben ungefähr 3 Stunden dauern. Aber es gibt auch andere Formate, wie zum Beispiel eine verkürzte Quiz-Version oder was auch immer ihr Kreatives daraus macht. Und ja, deswegen lade ich euch ein, Get Unpuzzled. Hier könnt ihr einen Eindruck von einem Klimapuzzle mit Teilnehmenden des Umweltfreiwilligendienstes aus Österreich sehen. Es macht also auch viel Spaß. Zusammenfassend, was ist das Klimapuzzle? Es ist auf der einen Seite spielerisch. Es geht darum, sich mit einem wichtigen Thema auf spielerische und spaßige Art und Weise auseinanderzusetzen, trotz der Ernsthaftigkeit des Themas. Es ist auf jeden Fall kollaborativ, denn wir brauchen Schwarmintelligenz, um unser Puzzle zu vervollständigen. Es ist außerdem visuell. Zusammenhänge werden nicht nur gedanklich durchdacht, sondern sie werden auch visuell erfasst und dargestellt. Und so können wir mit mehr Sinn das Thema erfassen und lernen, somit nachhaltiger. Es ist außerdem kreativ, denn jede Collage ist einzigartig und offen für den Input von den Teilnehmenden. Es ist außerdem niederschwellig. Man braucht nicht viele Materialien, sondern ein Deck Spielkarten, einen großen Tisch, ein weißes Blatt oder eine große weiße Tischdecke, ein paar Stifte. Das ist alles. Und zuletzt ist das Klimapuzzle wissenschaftlich, denn es basiert auf den Daten und Fakten des IPCC. Und ja, wir puzzeln also einmal quer um die Welt. Und inzwischen haben schon fast 150.000 Menschen mitgepuzzelt. Und da fragt man sich doch, wie viele von den Teilnehmenden werden etwas ändern? Wie viele werden das Wissen selbst nun weiterverbreiten? Und wie viele Puzzlerinnen sind nun Teil der weltweiten Bewegung des Klimapuzzles? Und deswegen ist es so, dass inzwischen schon eine große Reichweite des Klimapuzzles gibt und viel Impact. Und deswegen frage ich dich, wann bist du mit dabei? Ich lade dich ganz herzlich ein, mit dabei zu sein, auf die Website der Klimacollage zu gehen. Dort könnt ihr mit diesem QR-Code unseren Kalender sehen, wann die nächsten Termine, im Moment natürlich nur online, aber hoffentlich bald auch wieder in Präsenz stattfinden. Du kannst an einem Workshop teilnehmen online und du kannst auch selbst zu einem Workshopleiterin werden. Und als letztes lade ich dich noch dazu ein, Save the Date, Earth Day steht vor der Tür am 22. April, finden viele Online-Klimapuzzles statt, an denen ihr dann teilnehmen könnt und so das Thema tiefer verstehen könnt und ins Handeln kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke dir, Irina, für die Vorstellung des Puzzles. Jetzt höre ich mich doppelt. Okay. Ja, nochmal recht herzlichen Dank, genau. Du bist selbst auch Workshopleiterin, oder? Genau, ja, das habe ich, glaube ich, am Anfang vergessen zu erwähnen. Genau, ich bin seit ungefähr einem Jahr Workshopleiterin und habe live und auch online Klimapuzzles durchgeführt auf Deutsch und auf Englisch. Genau. Okay, und ich vermute, es macht dir auf jeden Fall Spaß, sonst würdest du es nicht mehr machen.
Genau, ich finde, es macht super viel Spaß und ich habe das auch mit Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Formaten schon ausprobiert und habe auch mitbekommen, dass die Schülerinnen und Schüler echt viel Spaß haben daran, das Thema zu entdecken und es echt cool ist, dadurch, dass die Kinder es selbst entdecken können durch die Karten und ich damit nicht die klassische Lehrperson vorne im Unterricht bin. So, ich guck mal, es gibt Fragen aus dem Chat. So, hier fragt jemand, oh, Moment. Maike Winter fragt, kann man die Karten auf eurer Webseite herunterladen? Ich finde sie nicht, schreibt sie. Genau, die Karten kann man nicht einfach so runterladen. Die Grundlage dafür ist, dass der Wunsch ist, dass um die Karten runterzuladen, auch eine gewisse Wissen bei den Menschen besteht, die die Karten herunterladen. Und deswegen ist es so, dass man selbst einmal an der Collage teilnehmen soll und dann Workshopleiterin werden kann. Und dann kann man auf alle Sachen runterladen, auf alle möglichen Sprachen. Das, weiß nicht, vielleicht seid ihr auch Französisch oder irgendeine andere Sprachenlehrerin und könnt die Karten auch in allen Sprachen immer in Kids- und Erwachsenenversionen runterladen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt. Hier gibt es jetzt noch eine Frage. Ah ja, genau. Ich mache mal die Frage von der Maike, die eben gerade schon gefragt hat, zuerst und danach mache ich noch die Fragen von Sebastian Power. Also Maike fragt noch, ob du mitbekommen hast oder mitgekriegt hast, dass die SchülerInnen nach dem Puzzle ihr Verhalten geändert haben. Kannst du dazu was sagen? Also ja, so genau kann man das ja nicht beobachten, weil das ja vielleicht nicht unbedingt in dem Kontext stattfindet, in dem ich die SchülerInnen kennengelernt habe. Aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass sie ziemlich kritisch sich darüber unterhalten haben, was sie da gelernt haben und mit vielen Fragen und auch Input nach Hause gegangen sind. Ja. Okay. Dann habe ich noch Sebastian Power, der fragt, gibt es eine richtige Musterlösung oder viele Möglichkeiten, wie man die Karten anordnet? Fragezeichen. Spielt man immer mit allen Karten oder ist jedes Spiel anders, weil nur ein Teil der Karten im Spiel ist oder die Karten in anderer Reihenfolge ins Spiel kommen? Also es gibt tatsächlich eine Musterlösung, also ähnlich wie bei einem Puzzle, da gibt es ja auch eine richtige Lösung am Ende. Grund dafür ist, dass es natürlich wissenschaftlich begründete Ursache- und Wirkungszusammenhänge gibt. Deswegen gibt es auch eine Lösung. Es ist aber so, dass die Collage oder das Puzzle am Ende nicht immer ganz gleich aussieht. Dadurch, dass die Karten unterschiedlich hingelegt werden, unterschiedlich gestaltet werden. Es ist aber so, dass auch nicht immer alle Karten verwendet werden. Also es gibt zum Beispiel Karten auch, die ziemlich komplex und schwer zu verstehen sind. Die könnte man zum Beispiel bei einer teilnehmenden Gruppe von SchülerInnen zum Beispiel herausnehmen oder bei einer Gruppe, von der man denkt, dass es vielleicht eher behindern würde, das Verständnis. Dementsprechend kann man es schon auch dem Verständnisniveau der Gruppe anpassen. Mhm. Okay, jetzt würde ich mal, mich würde noch interessieren, gibt es denn so eine Art Übersicht über diese ganzen Lösungen? Also du hattest ja vorhin so dieses große Bild gezeigt, wo die Greta Thunberg auch mit diesem Zauberstab und so, also das war ja, also ich fand es sehr schön. Gibt es da so eine Art Übersicht, wo man auch mal sehen kann, wie verschiedene Leute das lösen, damit man auch mal sehen kann, was die anderen draus gemacht haben? Also auf der Facebook-Website von der Climate Collage werden immer wieder Bilder gepostet, wenn Workshops durchgeführt wurden. Wir machen immer am Ende von unseren Workshops, machen wir einen Screenshot, wenn es online ist, oder eben ein Foto, wenn es in Präsenz ist. Und dort kann man sich auf jeden Fall umschauen und anschauen, was andere daraus gemacht haben. Und ansonsten haben wir auch eine Online-Community, über die wir uns austauschen, über Erfahrungen und auch Ideen, wie man das Format noch anders anpassen kann oder in unterschiedlichen Kontexten nutzen kann. Und da gibt es immer Weiterentwicklungen und auch coolen Austausch untereinander. Okay.
Dann bis jetzt im Moment sehe ich keine weiteren Fragen. Ich danke dir für die Vorstellung des Klimapuzzles, Irina. Wir haben es auch jetzt kurz vor halb. Also sind super durchgekommen, sehr schön gemacht. Wer jetzt noch Fragen hat, der kann dich oder kann euch einfach sicher über die Webseite erreichen und dann wird er da auch Antworten bekommen. Ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Und genau, sonst sind wir vielleicht auch gleich noch im Spatial Chat, oder? Genau, wenn du da auch noch was hervorragend hast, du den Link dazu, sonst müsste ich dir den nochmal schicken. Kannst du mir ihn nochmal schicken, bitte? Ja, du kannst hier bei uns, oh ja, ich schicke ihn dir auf jeden Fall in ein paar Minuten. Und ich bedanke mich und ja, schön, dass du da warst. Dankeschön.